nicht mal Gold. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Deine Waffe nehme ich mal mit. Achso. Jetzt habe ich vergessen, von Mo das Schwert mitzunehmen. Aber an sich gelootet habe ich ihn jetzt. Darüber reden wir noch. So, und ja, wir quatschen jetzt nochmal mit Laris. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Ja, okay. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Ich brauch's nicht. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Ja, glaube ich auch. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Ah, okay. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Okay. So, kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Jo, stärker auf jeden Fall. Bring mir was bei. Stärke plus 5 machen wir. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Okay, dann... Den will ich jetzt aber erstmal noch nicht überall mitnehmen. Wie sieht's jetzt hier aus? Wir haben 0 Lernpunkte gerade, aber Stärke sind wir jetzt schon mal bei 20. So, Bürger. Wer ist denn das? Brahim. Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Zeig mir deine Karten. So, Landkarte Corines, Stadtkarte Corines. Ich kann die mir nicht leisten. Aber ich will die Landkarte haben. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich auch gehört. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich so ist. Sieh dich doch mal um. Ist dieses Loch hier denn etwa der Ort, wo du alt werden willst? Kein Wunder, dass sich die Leute aus dem Staub machen. Ja, okay. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Ja, eine Landkarte hätte ich wirklich gerne. Da drin ist aber niemand. So, Gavel. Hey, du. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind.
Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Ja, okay. Was ist denn so im Hafen los? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich warte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Ja, da glaube ich. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben tausend Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur, als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Okay, wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wo finde ich diesen Farim? Jo, wir kriegen immer mehr und mehr Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Okay. Wie heißen die? Arbeiter und Arbeiter? Was gibt's denn hier sonst noch aus? Und wo ist denn eigentlich der Puff? Ich will jetzt wissen, wo das Bordell ist. So. Gehen wir mal hier hin. Stadtwache. Kann ich einfach hin? Anscheinend. Der hat kein Problem damit, dass ich hier bin. Achso. Hier ist auch nochmal das gleiche wie B. Auf C ist das gleiche wie B. Bin ich jetzt schon im oberen Viertel? Darf ich hier überhaupt sein? Herold? Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Okay. Ranga, Ulf? Bartok? Wirt? Abuyen? Verkaufen die hier Wasserpfeifen? Wo genau bin ich hier jetzt? Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld... Und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. 2 Tage? Okay, was passiert, wenn ich das nicht mache? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Okay, mach mal. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Wegen Sarah?
Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So. Nee, da können wir... Dolch. So, Nagelkeule. Degen können wir. Kostet aber 500. Tut weh. So. Ich muss weiter. Von mir aus. So, okay, aber... Baltram? Rengaru? Daron? Sarah, das ist die? Wir speichern hier einmal kurz vorher. So, ist noch am Speichern und... Wir versuchen es jetzt. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Hakon noch ich verdienen auch nur ein Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat sie... Kurzschwert kostet auch wieder 500. So. Fantasbrief für die Händlerin. Kann ich von ihr sonst noch irgendwie was bekommen? Ring der Lebenskraft. Wolfszahn. Sieht auch nice aus. Zweihänder. Hier Kunstschwert. Schwerer Zweihänder. Benötigte Stärke 145. Okay. Was ist das Problem mit den Bauern? Was ist das Problem mit den Bauern? Sie weigern sich, ihre Erträge zu liefern. Jetzt, da keine Schiffe mehr anlegen, ist die Stadt natürlich auf die Versorgung durch die Bauern angewiesen. Und Ona, der größte Bauer, hat sich Söldner angeworben, die seinen Hof vor den Stadtwachen beschützen. Die würden sich die Waren sonst einfach holen. Aber die Söldner bewachen nicht nur den Hof von Ona. Sie kommen bis zu den kleinen Höfen in der Nähe der Stadt heran, um die Bauern dort einzuschüchtern. Als ich an Arkils Hof vorbeigekommen bin, habe ich sie gesehen. Ich möchte jetzt nicht in seine Haut stecken. Wo finde ich Arkils Hof? Wo finde ich Arkils Hof? Wenn du aus dem östlichen Stadttor hier rausgehst und dem Weg rechts hoch folgst, kommst du zu einer Treppe. Die führt hoch zu Arkils Hof. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen. Die Söldner sind bestimmt noch da. Okay. Was sie angeht, habe ich schon erledigt. So, wegen Sarah. Hast du nicht einen Job zu erledigen? Schieb Sarah erst den Brief unter, dann verpfeifst du sie bei André. Mach bei André. Das. Und versuche nicht, mich reinzulegen. Das würdest du bereuen. Okay. Wo finden wir André? Das führt raus. Wahrscheinlich oben. Von oben. So. Stadtwache. Gehen wir mal hier hin und quatschen mal. Wulfgar. André. Enos sei mit dir, Fremder. Was führt dich zu mir? Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Ich will mich in den Dienst der Paladin stellen. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Sarah verkauft Waffen an Ona. Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Die Waffenhändlerin am Marktplatz? Ich sollte Sarah einen Brief unterschieben, dass sie belasten sollte, Ona mit Waffen zu beliefern. Aha, verstehe. Das Kopfgeld für diesen Mistkerl zahle ich gerne. Er sitzt schon so gut wie hinter Gittern. Yo. Okay, warum seid ihr Paladine warum in der seid Stadt? Ihr Paladine in der Stadt? Die Ziele unserer Mission unterliegen der Geheimhaltung. Ich kann dir nur so viel sagen, dass keine Gefahr für die Bürger der Stadt besteht. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ja. Ich will mich in den Dienst der Paladine stellen. Ein ehrenwertes Anliegen. Ich habe jedoch meine Befehle, nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufzunehmen. Ah, okay. Mein Kommandant befürchtet, dass sich Spione oder Saboteure bei uns einschleichen könnten.
Auf diese Weise will er das Risiko begrenzen. Du musst also zuerst Bürger der Stadt werden. Über den Sinn dieser Regel lässt sich sicherlich streiten, aber Befehl ist Befehl. Okay. Gibt es keinen schnelleren Weg, mich anzuschließen? Gibt es keinen schnelleren Weg, mich euch anzuschließen? Aha. Es ist dir wirklich ernst, oder? Gut. Hör zu, ich habe ein Problem. Wenn du es für mich löst, werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst. Aber das Wichtigste ist, du darfst mit niemandem darüber reden. Okay. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Wir konnten bisher niemanden fassen. Die Diebe gehen einfach zu geschickt vor. Die Mistkerle verstehen ihr Handwerk. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine organisierte Bande handelt. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Korinis eine Diebesgilde gäbe. Finde die Drahtzieher der Bande und bringe sie zur Strecke. Dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der Miliz aufgenommen wirst, egal ob du Bürger bist oder nicht. Aber du musst über unsere Abmachung schweigen. Alles klar, okay. Wo fange ich an, nach den Dieben zu suchen? Wenn ich das wüsste, würde ich selber dorthin gehen. Okay. Ich kann dir nur so viel sagen. Wir haben vor kurzem das gesamte Hafenviertel auf den Kopf gestellt und nichts, aber auch gar nichts gefunden. Die Leute dort sind auch nicht sehr gesprächig, vor allem nicht, wenn man die Rüstung eines Paladins trägt. Aber du bist von außerhalb. Dir werden sie nicht so schnell misstrauen. Du könntest dich zuerst am Hafen umhören, aber sei vorsichtig. Wenn die Leute dort mitbekommen, dass du für die Paladine arbeitest, erfährst du nichts. Okay, was mache ich, wenn ich einen der Diebe gefunden habe? Wenn es sich um einen Handlanger handelt, einen Hehler oder einen kleinen Fisch, solltest du dich am besten auf keinen Kampf einlassen. Komm lieber zu mir und erstatte mir Bericht. Ich werde mich dann darum kümmern, dass der Kerl hinter Gitter kommt. Bei einem offenen Kampf könnten die Stadtwachen einschreiten und du wirst keine Gelegenheit haben, ihnen zu erklären, was Sache ist. Außerdem gibt es für jeden schrägen Vogel, den du hinter Gitter bringst, ein Kopfgeld. Wenn du allerdings das Versteck der Drahtzieher findest, nun, dann wirst du vermutlich nicht um einen Kampf herumkommen. Okay, wegen der Diebeskill, was erwartet mich bei der Miliz? Um das gleich klarzustellen, Soldat der Miliz zu sein bedeutet weit mehr, als nur mit einer Uniform durch die Stadt zu spazieren. Das ist ein dreckiger und auch blutiger Job. Wenn du einmal dabei bist, wartet ein Haufen Arbeit auf dich. Aber es lohnt sich. Neben dem Sold bekommst du vielleicht irgendwann einmal die Chance, ein heiliger Streiter Innos zu werden. Okay, da... Den Rest machen wir noch nicht mit dem. So, ich mache hier jetzt aber einen kleinen kurzen Break. Dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Beziehungsweise für euch ist das ein kleiner Cut. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Alle bürgerlichen Richter, so, da bin ich auch wieder. Wirkung, ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen worden, jegliches Vergehen oder Widerstand gegen die Garde des Königs aufs Schwerste zu bestrafen. Jeder okay. Bewohner von Korinis. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo wir jetzt gerade rumlaufen. Stadtwache wieder. Bürgerin, Bürger. Brian, Regis. Wo hast du das denn? Wo sind wir denn hier jetzt? Wer ist denn das? Auch eine Stadtwache, ne? Okay, wir suchen aber mal das, nicht das Bordell, also nicht den Puff, sondern, hier, die. Das, die Hütte, wo wir pennen können. Gab's doch hier irgendwo, oder? Hatten wir das hier nicht irgendwo als allgemeine Info? Die Tierverwertung, besonderes Händler, Lehrer der Außenwelt. Nee. Ansonsten halt, wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 259 haben wir jetzt. Wir sind jetzt hier wieder im Hafen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Jetzt können wir hier rein. Von mir Gavel, Bürger. Alrik, Bürger. Sag mir können wir nicht, hier ein Zimmer mieten? Gib mir was zu trinken. Nee, ich will jetzt noch nichts trinken. Ich hätte gern irgendwo ein Zimmer. Mit denen quatschen wir ein andermal. Ich hätte jetzt gerne wieder Tag. Wer erzählt denn sowas? Das sind da alles mögliche. Hier geht's ja auch noch weiter. Walker. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne.
Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der Roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Das höre ich zum ersten Mal. Machen wir vielleicht ein andermal. Nicht heute. Enya. Ich suche aber wirklich Halvors Fischgrube zur glitschigen Forelle. Da haben wir wieder ein paar. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Wo ist denn eigentlich jetzt die andere Hütte zum Übernachten? Puff haben wir auf jeden Fall schon gefunden, das finde ich super. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Karl, Arbeiter, Bürgerin. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wo sind wir denn hier? Können wir hier irgendwie durch? Irgendwo weiter? So, das ist zum tödlichen Pfeil. Matthäus allerlei. Matthäus allerlei. Genau, hier haben wir die Wache. Wo ist denn... Ah, hier ist das obere Viertel. Da kommen wir ja momentan nicht rein, ne? Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten. Nee, ich bin noch kein angesehener Bürger. Da will ich noch nicht lügen. Ich denke, wir werden aufs Maul kriegen. Wo ist denn aber jetzt die Möglichkeit? Kann ich hier drauf pennen? Nee. Irgendwo muss es doch die Möglichkeit geben. Ich will jetzt nicht im Puff pennen. Obwohl, anscheinend habe ich ja keine andere Wahl. Aktuell. Oder ist das hier? Ne. Hammer und Säge? Nee, aber... Gritter? Mit der müssen wir noch quatschen, aber... Wo können wir hier jetzt nächtigen? Pablo ist jetzt hier? Okay. Haben wir eine Fackel? Wir haben eine Fackel. Das hätte er auch selbst wissen können. So, was ist das hier? Da kannst du eh nichts dran ändern. Ich glaube, das will doch keiner mehr hören. Valentino, Bürger. Markt. Coragon. Nee, ich will hier auch nichts trinken. Ich will kein Bier, jetzt gerade. Das will doch keiner wissen. Ich suche. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Jemanden oder eine Hütte, wo ich schlafen kann. Die Nacht verbringen kann. Von selbst ist er nicht daran, dass er nichts dran ändern. Er erzählt alles weiter. Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ah, hier, okay. Ich suche ein Zimmer. Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Okay, warum bezahlen die Paladine das alles? Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Okay, wer übernachtet hier zurzeit? Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Korinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt.
Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Okay, wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Okay, gut, dann einmal die, Fackel weg. Nee. Kluges Kerlchen. Kann ich die Fackel wieder einstecken? Wo ist denn... Kann ich die... Wo haben wir die Fackel jetzt? Ich sehe die nicht. Ja gut, dann... So. Komm, wir nehmen jetzt einfach dieses Bett hier. Ah, jetzt haben wir hier... Okay, interessant, wie wir hier schlafen. Ich will die Fackel einstecken. Ja, okay. Kann ich das da mitnehmen? Die Schwerter da und das Schild? So, okay, Wetter passt schon mal. So, dann brauchen wir hier noch irgendwo einen Alchemisten, müssen wir noch finden, der hier irgendwo sein soll. Müsste hier sein, ne? Constantino. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ja, ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. Ich suche Heilung. Zeig mir deine Ware. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Ja. Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Seine Zustimmung haben wir jetzt, oder? Ich bin jetzt aber am Überlegen zwischen Schmied und Bogner. Wir haben aber jetzt noch ein paar Quests offen. Aufnahme bei der Miliz, Information für Gavel, Matteo und Ritter, eine große Herausforderung. Warte mal. Kantas gefallen. Ist gescheitert. Soll die... Ja. Okay. Okay, warte mal. Dann Lehrling in Corines Fälle für Bosper. Bospas Bogen. Bospa wurde in einen Bogen geschmiedet. Der Dieb ist zum Hafen gerannt, aber dort ist er entwischt. Die Miliz hat das Hafenviertel durchsucht, aber nichts gefunden, obwohl der Bogen noch irgendwo in der Stadt ist. Müssen wir mal schauen, was wir genau machen können. Müssen wir mal den Hafen hier mal erkunden. Er erzählt alles weiter. Den, glaube ich, können wir noch nicht quatschen. Aber geil, dass Laris hier ist. Hier ist wieder ein Puff. Meine Meinung kennst du ja schon. Gucken wir uns das hier mal an. Das ist die Nadja. Und das ist die Sonja. Rumor. Kann ich die Fackel wieder einstecken? Ich würde die Fackel wieder einstecken wollen. Irgendwann muss der es ja so. Was passiert, wenn wir da hingehen? Wir können nur abwarten. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Boah, ist aber schon nice, dass man hier jetzt ein bisschen weiter gucken kann. Dass hier jetzt keine Barriere ist. Ah, hier haben wir... Wo ist Fly? Arim. Fisch. Wein. Brot. Nehmen wir mit.
Warte mal, da unten liegt auch noch was. Fisch, nice. Hier, den Fisch nehmen wir mit. Klappmuschel. Warte, da ist auch noch was. Eine Hornmuschel. Können wir mit Wahrscheinlichkeit selber essen. So, und dann speichern wir hier einmal. So, das lädt noch ein bisschen so. Kann ich das Ding benutzen? Ja. Kann ich endlich mal all das Fleisch wieder braten hier. Womit denn? Ah, okay, ich habe nichts mehr. So, und hey. Quatsch mal mit. Du bist Fischer? Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Dein Kumpel William ist verschwunden? Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Okay. Er wird schon wieder auftauchen. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Korinis wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Okay, wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ah, okay. Ich denke, ich habe genug gehört. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Okay, ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Und wie beißen die Fische? War schon mal besser. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja, das ist auch eine super Aussage auf jeden Fall. So, meint er auf der Insel? Da komme ich nicht so einfach hin, glaube ich. Hier geht's ja auch noch weiter. Ja, dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.